So, meine Lieben, wir machen weiter bei The Alluring Darkness und ich habe euch die liebe Sonja mitgebracht, die sich aber einfach selber vorstellen darf. Ja, hallo, ich bin die liebe Sonja, die total Schlechterin ist, sich selbst vorzustellen. Das wissen wir aber inzwischen auch schon alle. Ach Mensch, Die ich sich nicht glaub selbst an dich. vorstellen kann. Ficken, da liegt ein Toter. Ach, ich sehe es gerade ein bisschen zeitverzögert. Ich sehe bis jetzt nur noch nicht mal die rote Fraps-Zahl. Was zum Alles in der Welt ist das? Oh nein, verdammt, ich verschwinde hier besser. Sie? Sie schon wieder? Jetzt habe ich genug. Was geht hier vor? Und rennen Sie nicht wieder weg. Folgen Sie mir bitte. Ne klar, Mensch, wir folgen einer fremden Frau. Also, was wollen wir hier? Was wissen Sie? Hören Sie auf diesem Gesülze. Und reden Sie endlich. Er ist wieder hinter mir her. Nehmen Sie das erstmal so hin. Was? Wieso? Was ist es? Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Auf jeden Fall müssen Sie von hier verschwinden. Sie dürfen auf keinen Fall länger hier bleiben. Glauben Sie mir, das habe ich auch nicht vor. Wir kommen hier raus, indem wir über die Feuertreppe das Hotel verlassen. Jedoch ist die Tür abgeschlossen. Suchen Sie im Schlüsselkasten mal nach dem Schlüssel. Den finden Sie im Erdgeschoss im Raum des Hotelbesitzers, neben der Bar. Zahlencode lautet 1735. Okay, das wird helfen. Bleiben Sie hier und warten auf mich, bis ich wieder da bin. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also wir müssen jetzt 1735 war's, ne? Ja, ich kann es mir schon merken. Merkst du dir das am besten, denn ich Okay. vergesse das sonst immer wieder. Im Schlüsselkasten beim Hotelbesitzer neben der Bar. Ja, das müsste hier irgendwo halt sein. Gibt's keine Karte oder ähnliches? Nee. Das Das ist. hasse ich hier immer so. Den Teufel werde ich tun, die Tür wieder zu öffnen. Hä, aber ist das nicht hier irgendwo Hotelbesitzerraum neben der Bar? Ich habe vergessen, wo der ist. Ich habe das auch lange nicht mehr gespielt, weil ich ja jetzt Vorratsaufnahmen immer mache und das Was alles war nicht. denn das da unten? Da war doch auch irgendwas. Oder war das nur irgend Das so war nur ein... so eine Sitzbank. Ach so. Wer sitzt da denn? Wer bist du denn? Ich warte, bis das Unwetter vorbei ist. Dann rufe ich die Polizei. Haben Sie einen Schlüssel für die Vordertür, damit wir hier verschwinden können? Nein, in meinem Schlüsselkasten fehlen so viele Schlüssel. Ich glaube, er hat sie, aber vielleicht habe ich sie auch verloren. Sie waren nie erforderlich. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Das hilft uns sehr viel weiter. Idiot. Totaler Idiot. Was meint er damit, sie waren nie erforderlich? Sind sie durch die Türen durchgeflogen? Nee, wahrscheinlich haben sie einfach nie abgeschlossen. Dumm. Und dann wundern, wenn irgendwie Mörder oder was auch immer im Hotel rumrennen, wenn man die abschließt. Ja, ne? Also ehrlich. Vor allem auch ein Schattenmörder, der eigentlich gar nicht so richtig existieren kann, theoretisch. Hä, bin ich denn jetzt blöde? Ja, ich weiß, ich weiß. Ist okay, ist okay. Will doch keiner sehen. Ich bin doch jetzt echt bescheuert, oder? Ich meine. Hä? Ich habe total vergessen, wo das Zimmer vom Hotelbesitzer ist. Es soll irgendwo im Erdgeschoss sein. Ich fühle mich gerade total verarscht. Aber der Code war 1735, den habe ich mir gemerkt. Ich hasse das ja immer so, wenn es bei solchen Spielen keine Karten gibt. Kenne ich. Komme ich gar nicht klar. Finde ich auch furchtbar. Die Tür will er nicht nochmal aufmachen. Ich fühle mich echt verarscht. Ja, das Klavier. Ist okay. Was? Gut, dann renn halt mit Schwert durch die Gegend. Ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Denn dann kann es immerhin nichts passieren, wenn er mit Schwert durch die Gegend rennt, ne?
bin ja aus, er stolpert. Saugeil. Stell mal vor, der stolpert und dann geht's pratsch und dann hat er das im Magen oder so. Sau cool. Auch wenn es eigentlich nicht so cool ist, aber ich find's lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon wieder das Zimmer nicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal zu der Eulen zurück. Mensch. Vielleicht meinte sie ja das Zimmer neben dem Zimmer, in dem die Bar ist oder so. Nee, ich weiß es nicht. Haben Sie schon was gefunden? Nein, noch nicht. Toll! Mann! Knurr! Ich kann ja auch einfach jeden Raum durchsuchen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht so weitergehen. Ich würde sagen, der ist tot. Oder er stellt sich nur tot. Vielleicht spielt er ja gerade toter Mann. Er tut nur so. Ich meine, das mache ich auch öfters mal, wenn ich nichts zu tun habe. Dann tue ich so, als wäre ich tot. Wenn keiner hinguckt, springe ich dann rauf und sage so, hi, Überraschung. Vielleicht will er auch nur Mitleid erregen oder sowas. Meinst du, was würde er tun? Vielleicht ist er ja so ein total fieser Typ oder sowas. Total der Fiese, das ist so ein. Weiß nicht. Ich überlege mir was, falls mir wieder was einfällt. Warum sind die ganzen Türen eigentlich abgeschlossen? Also, versuchen wir es einfach nochmal. Wir suchen jetzt jedes Tür ab. Das ist ja wie ein Silent Hill, wenn hier alle Türen abgeschlossen sind. Ja, das ist auch sehr an Silent Hill. Also es erinnert mich sehr an Silent Hill. Das ist die, wo wir wieder hin müssen. Die ist abgeschlossen. Ach Gott. Was ist mit der? Naja, bei Silent Hill, da gibt es da ja dann wenigstens noch Karten. Meistens jedenfalls. Wenn du sie findest. Ja, ich habe sie auch schon das ein und das andere Mal übersehen, also... Ich habe in Silent Hill so viel übersehen, obwohl ich auch mal wieder ein Silent Hill-Teil spielen könnte. Worauf ich richtig zurzeit Lust habe. Und was mich übelst, was ich übelst geil finde, sind zurzeit die Steam-Angebote. Ich könnte mich reinlegen. Also ganz im Ernst, Ja, einfach mal im Garten steht der Kerl. Sehr gruselig. Naja, wahrscheinlich ist er gerade irgendwo am Spannen. Lecker. Ja, was würde er sonst im Garten machen? Keine Ahnung, aber spannen? Ja, was ist doch total... Er wird dort irgendwo durch die Fenster gucken. Ja, der freut sich, der geilt sich voll dran auf, wenn alle Angst haben vor ihm. Der hat übrigens auch keinen Kopf mehr hier so irgendwie. Dann ruft er die Polizei. Ja, da kann er lange warten, bis das Unwetter vorbei ist. Ich meine, wie lange will er denn da warten? Das ist schon wieder sehr, sehr eigenartig. Auf dem Tisch bin ich draufgefallen. Es ist denn da unten. Gibt es da unten nicht noch irgendwo eine Tür oder sowas? Nee, leider nicht. Oh. Hab auch schon geguckt. Hier ist leider nichts mehr. Und die andere Tür will er per Du nicht öffnen, weil dahinter irgendwie was Totes ist. Also, ja. Teufel werde ich tun, die Tür wieder zu öffnen. Das ist halt dabei dahinter so eine erhangen. Also der ist dann irgendwie so eine Metallspieß auf den Kopf gefallen. Nee. Ja, schon ein bisschen leicht widerwärtig. Aber, naja. Was will man tun, ne? Ja, weil das Ding nichts anstellt. Immerhin geht es doch da um Schlüssel, um Schlüssel. Ich meine, hallo. Um den Schlüssel wieder rauszukommen. Das wäre das Wichtigste erstmal. Die Tür ist fest verschlossen. Ficken, Mann. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das nervt mich total. Ich hasse das, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll. Es gibt noch einen
Es gibt noch einen Raum, in dem ich noch nicht war. Aber in den möchte ich auch nicht, weil der gruselig ist. Egal, ich mach's jetzt. Mir ist auch egal.